Schön, dass wir hier zusammen Gottesdienst feiern dürfen und dass wir uns auch unter das Wort Gottes stellen können. Schön, dass Sie hier sind. Und vielleicht haben Sie sich ein wenig gefragt, was soll dieser Titel, die Lüge vom lieben Gott? Vielleicht waren Sie ein bisschen überrascht, sowas zu hören, sowas zu lesen. Und vielleicht sind Sie noch mehr davon überrascht, wenn ich Ihnen heute Morgen sage, dass es den lieben Gott gar nicht gibt. Ich meine damit natürlich nicht, es gibt keinen Gott. Natürlich gibt es Gott, sonst wäre ich ja nicht hier, sonst wären wir nicht hier und wollten etwas von ihm erfahren und ihn besser kennenlernen. Ich meine damit, dass es den Gott, wie ihn sich viele Menschen vorstellen, nicht gibt. So wie sie ihn sich zurechtgezimmert haben, dass es diesen Gott nicht gibt. Diesen weichgespülten Gott, der zu allem Ja und Amen sagt, der zur Adventszeit so in Form von pausbäckigen Engelchen mal vorbeischaut und die Glocken nie süßer klingen lässt. Diesen Gott, der sich alles gefallen lässt, um uns am Ende dann auch noch mit dem ewigen Leben zu beschenken, egal wie wir gelebt haben. Diesen Gott, der auch mal ein Auge zudrückt und der auch Verständnis dafür hat, wenn die Sünde halt so viel Spaß macht. Diesen Gott gibt es nicht. In einer Extremform wird diese Vorstellung von diesem Gott in einem Lied dargestellt von der Band Höhner. Vielleicht haben Sie schon mal davon gehört. Höhner, der Name ist wahrscheinlich Programm. Ich habe diesen Liedtext hier mal aufgeschrieben, auch wenn es vielleicht manche jetzt schockiert, was da so geschrieben wird und gesungen wird. Der liebe Gott, so ist der Liedtext, der liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin. So ein kleiner Teufel steckt doch in jedem drin. Der liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin. Das mit dem Himmel, das kriegen wir schon hin. Ich fahre mit 200 Sachen durch einen Radarblitz, dann erkennt die Polizei auf dem Fahndungsfoto nichts. Sag auf dem Standesamt in letzter Sekunde nein und danach gehe ich mit dir eine wilde Ehe ein. Liebe, Sünde, Leidenschaft, das ist meine Welt. Und dann geht es weiter. Ich lebe auch ohne dicke Kohle in Saus und Braus. 4 Scheine kriege ich immer aus dem Automaten raus. Leb für die Liebe und bin allen Frauen treu. Und dass man dafür in die Hölle kommt, das wäre mir neu. Liebe, Sünde, Leidenschaft, das ist meine Welt. Liebe, Sünde, Leidenschaft, wo ist das Problem? Und im Himmel singen dann die Engelchen den Refrain. Der liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin. So ein kleiner Teufel steckt doch in jedem drin. Der liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin. Das mit dem Himmel, das kriegen wir schon hin. Vielleicht sollten die Herren von der Band Höhner mal in die Bibel schauen. Dann würden ihnen nämlich diese Worte im Halse stecken bleiben. Dort heißt es, macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Jeder Mensch wird ernten, was er gesät hat. Viele Menschen degradieren Gott zu einem übernatürlichen Weihnachtsmann. So dieser Segensspender, der dafür zu sorgen hat, dass wir das Leben genießen können, dass sie sich das Leben so gestalten können, wie sie es sich vorstellen und damit sie jemanden haben, den sie beschuldigen können, wenn ihr Leben nicht nach dem Plan läuft, den sie sich vorgestellt hatten. So diesen Gott, der einmal im Jahr für weihnachtliche Gefühle sorgt und für die romantische Stimmung unterm Weihnachtsbaum. Diesen lieben Gott gibt es nicht, den ich nach meinem Gutdünken vor den Karren meines Lebens spannen kann. Diesen Gott, den ich auf meine Werte und auf meine Vorstellungen reduzieren kann und der so handlich und kompakt in mein Leben hineinpasst und meinen Zielen, die ich mir gesetzt habe, nicht im Weg steht. Gott offenbart sich in seinem Wort ganz anders. Jesaja, ein Prophet im Alten Testament, beschreibt eine Begegnung mit diesem Gott. Und er schreibt hier, es war in dem Jahr, als König Usia starb, da sah ich den Herrn auf einem hohen, gewaltigen Thron sitzen. Der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Er war umgeben von mächtigen Engeln. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel.
Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihr Gesicht, mit zwei ihren Leib und zwei brauchten sie zum Fliegen. Sie riefen einander zu: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. Seine Herrlichkeit erfüllt die ganze Welt. Ihre Stimme ließ die Fundamente des Tempels erbeben und das ganze Heiligtum war voller Rauch. Entsetzt rief ich: Ich bin verloren, denn ich bin ein Sünder und gehöre zu einem Volk von Sündern. Und nun habe ich den Herrn gesehen, den allmächtigen Gott und König. Gott ist absolut heilig und erhaben. Und seine Heiligkeit beinhaltet auch vollkommene moralische Reinheit, Unbeflecktheit, Sündlosigkeit, völlige Gerechtigkeit. Er ist der Schöpfer des Universums. Er ist der Herr der Herren. Es gibt kein größeres, kein mächtigeres Wesen im Universum als ihn. Und in seiner Gegenwart kann Sünde absolut nicht existieren. Das sind Gegensätze, wie es gegensätzliche nicht sein könnte. Johannes Calvin hat es mal so ausgedrückt: Nie ist der Mensch gebührend von seiner eigenen Bedeutungslosigkeit ergriffen und beeindruckt, bis er sich selbst im Kontrast zur Majestät und Herrlichkeit Gottes sieht. Wenn ich begreife, wie groß Gott ist, wie herrlich, wie gerecht, wie rein, wie sündlos, und dann mich mit ihm vergleiche, dann merke ich, wie bedeutungslos ich bin, wie klein, wie vergänglich, wie sündig. Und ich glaube, wenn Menschen diese Heiligkeit Gottes, die Majestät Gottes zumindest ansatzweise begreifen und sich als Sünder im Lichte Gottes erkennen, dann wird jedem diese Vergänglichkeit, diese Bedeutung, eigentlich Bedeutungslosigkeit des Menschen bewusst. Im 2. Mose heißt es: Wer unter den Göttern ist wie du, o Herr? Wer ist so herrlich und so heilig wie du? Wessen Taten sind so ehrfurchtgebietend? Wer vollbringt solche Wunder? Und in der Offenbarung: Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du bist heilig. Herr, unser Gott, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen und durch deinen Willen waren sie und wurden sie geschaffen. Dieser Text führt uns zurück zu den Anfängen unseres Planeten. Weil Gott der Schöpfer ist, weil er alles geschaffen hat, weil alles Leben von ihm kommt, deshalb ist er würdig, angebetet zu werden. Er ist der, der alles ins Leben gerufen hat und der, der alles erhält. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Gott ist ein Gott der Liebe. Er ist die Liebe in Person, so stellt er sich in seinem Wort vor, so offenbart er sich uns. Aber wir müssen verstehen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem lieben Gott, so wie ihn sich manche Menschen vorstellen, und diesem liebenden Gott. Niemand hat das Recht, die Heiligkeit und die Gerechtigkeit Gottes von seiner Liebe zu trennen oder umgekehrt. Wer die Liebe Gottes von seiner Gerechtigkeit trennt, kastriert die christliche Botschaft, nimmt dir der christlichen Botschaft die Kraft und beraubt sie ihrer Dringlichkeit. Wer die Gerechtigkeit Gottes von seiner Liebe trennt, beraubt die christliche Botschaft ihrer Anziehungskraft. Im ersten Fall bekommen wir so diesen toleranten, lieben Gott im humanistischen Sinne. Im zweiten Fall bekommen wir diesen strengen Richter, der nur darauf wartet, die Menschen zu vernichten. Beides Vorstellungen von Gott, die wir in der Bibel, in seiner Offenbarung seines Wesens nicht finden. Gottes Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, seine Liebe sind in seinem Charakter untrennbar, harmonisch miteinander verbunden. Gottes Gerechtigkeit und seine Liebe widersprechen sich nicht, sondern sie sind wie die zwei Seiten einer Medaille. Sie gehören zusammen. Man kann das eine nicht gegen das andere ausspielen. Auf der einen Seite heißt es,
Er hat Geduld mit euch und will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jedermann zur Buße finde. Gleichzeitig macht aber auch das Wort Gottes deutlich, dass alle Menschen gerichtet werden. Im 2. Korinther heißt es, denn wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, damit jeder seinen Lohn empfange für das, was er getan hat bei Lebzeiten, es sei gut oder böse. Wir müssen ins Gericht. Viele Menschen sind sich dessen nicht bewusst, dass es ein Gericht geben wird. Und sie verdrängen diese Tatsache. Aber das Wort Gottes sagt uns, dass wir alle, jeder, ohne Ausnahme, vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen werden. Diese Thematik zieht sich wie ein roter Faden durch das Alte Testament, durch das Neue Testament, durch die ganze Bibel, dass Gott Richter ist und dass wir uns zu verantworten haben vor seinem Gericht. Was ist der Maßstab dafür in diesem Gericht? Um was geht es darin? Wir haben gelesen, es wird gerichtet, was gut und böse ist. Unser Leben wird durchleuchtet. Alles wird vor Gott erscheinen müssen. Aber den Maßstab dafür setzen nicht wir fest, sondern Gott. Also nicht wir sagen, also pass auf, die Grundlage für die Entscheidung, was richtig und falsch ist in meinem Leben, das setze ich. Nein, Gott setzt diesen Maßstab. Und er hat uns gesagt, was gut ist und was er von uns erwartet. In Micha 6, Vers 8 heißt es, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Prediger 12, Gott wird über alle unsere Taten Gericht halten, seien sie gut oder böse, selbst über die Taten, die im Verborgenen liegen. Ist das ein angenehmer Gedanke? Selbst das, von dem ich dachte, es hat keiner mitbekommen. Von dem ich dachte, ich könnte es vor allen verbergen. Die Bibel sagt, in diesem Gericht, in dem Gericht Gottes, wird es offenbart. Die sorgfältig gewahrten Geheimnisse, hier werden sie offengelegt. Und jeder muss Rechenschaft über sein Leben abgeben. Hat dann überhaupt irgendjemand eine Chance, vor Gott bestehen zu können? Wie können wir das übereinbringen? Auf der einen Seite will Gott, dass alle gerettet werden, dass Menschen ewig leben. Auf der anderen Seite wird aber auch jeder vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen müssen. Um Antwort zu finden, wollen wir natürlich zur Bibel gehen. Und hier auf die ersten Seiten der Bibel, als alles begann. Wie wir bereits kennengelernt haben, wurden die Menschen ursprünglich für die ungetrübte Gemeinschaft mit dem Gott des Universums geschaffen. Gott hatte eine wunderbare, perfekte, sehr gute Erde geschaffen und hatte dort die Menschen hineingesetzt als Verwalter und wollte mit ihnen in einer engen, liebevollen Beziehung miteinander leben. Alles war sehr gut und nichts stand zwischen den Menschen und ihrem Schöpfer. Die Beziehung, die zwischen dem Menschen und ihrem Schöpfer bestand, war durch Vertrauen geprägt, durch Liebe geprägt. Und dann kam die Sünde in die Welt. Und mit der Sünde auch die Trennung von Gott. Und infolge von der Trennung von Gott kam auch der Tod und das Leid und all das, unter dem wir heute leiden. Als Adam und Eva sündigten, stand Gott gewissermaßen in einem Dilemma. Denn die gerechte Strafe für die Sünde ist der Tod. Aber in seiner Liebe zu seinen Geschöpfen konnte er sie nicht einfach sterben lassen. Er konnte aber auch auf der anderen Seite nicht einfach so tun, als wäre nichts geschehen. So, hat es jemand mitbekommen, dass Adam und Eva gesündigt haben? Schwamm drüber, kehren wir unter den Teppich. Nein, es war ein Fakt. Es war da, die Sünde ist in diese Welt gekommen.
Er konnte nicht einfach so tun, als wäre nichts geschehen. Die Übertretung musste Konsequenzen haben. Er hatte ihnen ja gesagt, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Auf der anderen Seite wollte er natürlich, dass die Menschen leben. Er wollte sie nicht vernichten. Er wollte ihnen vergeben. Was sollte er tun? An dieser Stelle ist es wichtig, dass wir uns ins Gedächtnis zurückrufen, was wir an dem vierten Abend schon miteinander durchdacht haben. Nämlich dieses große Thema der Bibel, der Kampf zwischen Licht und Finsternis, der Kampf zwischen Gott und Satan. Satan hatte gegen Gott rebelliert. Er hatte seinen Charakter in Frage gestellt. Seine Liebe und Gerechtigkeit, so war seine Ansicht, die Liebe und Gerechtigkeit Gottes können niemals in vollkommener Heiligkeit miteinander verbunden sein. Und nun hatte er die Menschen auf seine Seite gezogen. Er hatte sie auf seine Seite gezogen in die Rebellion gegen Gott. Und sie hatten ihren freien Willen dazu benutzt, sich gegen Gott aufzulehnen, aus der Gemeinschaft mit Gott auszubrechen und sich von der Quelle des Lebens zu trennen. Und ich stelle mir vor, wie Satan, der gefallene Engel, zu Gott kommt und sagt, ja, lieber Gott, jetzt bin ich mal gespannt, wie du da wieder rauskommst. Wenn du die Sünder vernichtest, dann kannst du dich kaum als ein Gott der Liebe bezeichnen. Wenn du ihnen aber vergibst, wenn ihre Sünde keine Konsequenzen hat für sie, dann bist du auf jeden Fall nicht gerecht. Gott stand quasi in einem Dilemma. Was soll der tun? Satan dachte, er könnte Gott damit in Verlegenheit bringen. Und ich bin Gott so dankbar, dass Gott sich nicht erst zurückziehen musste und sagen musste, ja, ich muss jetzt erstmal drüber nachdenken, was kann ich jetzt tun? Sondern dass er eine Lösung für dieses Dilemma bereit hatte. Dass er sich selbst treu bleiben kann und gleichzeitig den Menschen einen Weg zurück ins Paradies eröffnet hat. Allerdings war es keine billige Lösung. Diese Lösung des Problems unserer Sünde hat ihn alles gekostet. Jesus beschreibt diesen Ausweg Gottes sehr kondensiert in Johannes 3. Und ich lade Sie ein, dass Sie Ihre Bibeln zur Hand nehmen. Johannes 3, der Seite 113 im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel. Johannes 3 und dort ab Vers 14. Dort ist Jesus im Gespräch mit Nikodemus, einem Schriftgelehrten. Und er sagt, Johannes 3, ab Vers 14, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Das heißt, die Strafe für die Sünde wird nicht aufgehoben, aber ein anderer übernimmt sie anstelle von mir. Und das ist nicht irgendjemand, sondern Gott selbst. Wir haben gesehen, Jesus Christus gestern Abend, Jesus Christus ist Gott, er ist auf diese Erde gekommen und er selbst nimmt die Strafe für meine Sünde,
für ihre Sünde auf sich. Das ist keine billige Lösung. Er hat nicht gesagt, Engel XY, kannst du dich mal bitte darum kümmern, da irgendwo im Universum, da ist so ein Planet, da ist was schiefgelaufen, mach mal was und berichte dann mal, wie es gelaufen ist. Nein, er selbst kümmert sich darum. Er selbst sagt, das ist mein Problem und ich will dieses Problem lösen. Ich will die Menschen wieder zu mir zurückgewinnen. Und das kann ich nur, wenn ich alles gebe. Ihn hat es alles gekostet. Mehr konnte er nicht geben. Sich selbst. Das war die einzige Lösung, die das Problem hundertprozentig lösen konnte. Die Schuld wurde gesühnt und damit wurde der Gerechtigkeit Genüge getan. Die Beziehung zwischen Gott und Mensch konnte wiederhergestellt werden, war wieder möglich, weil Vergebung möglich war. Nicht, weil die Schuld, die Sünde einfach unter den Teppich gekehrt wurde, sondern weil ein anderer für mich die Schuld getragen hat. Die Liebe und Gerechtigkeit, die anscheinend ein Gegensatz sind. Gott machte deutlich, dass Liebe und Gerechtigkeit kein Gegensatz ist, sondern dass sie in vollkommener Unversehrtheit, in seinem Charakter miteinander verbunden sind. Jesus macht hier aber auch deutlich in diesem Bibeltext, den wir gelesen haben, dass es meiner Antwort bedarf, wenn diese Lösung in meinem Leben greifen soll. Niemandem wird das ewige Leben aufgezwungen. Niemand wird gegen seinen Willen erlöst. Wenn ich Gottes Lösung im Glauben annehme, wenn ich ihm vertraue, wenn ich das in Anspruch nehme, was er für mich getan hat, dann werde ich leben. Dann werde ich im Gericht freigesprochen. Dann werde ich nicht verurteilt zum Tode, sondern dann werde ich in diesem Gericht freigesprochen, weil nämlich meine Schuld, meine Sünde beglichen ist. Nicht von mir selbst, sondern von jemand anderes, meinem Stellvertreter, Jesus Christus. Wenn ich diese Lösung Gottes dagegen ablehne, wenn ich sage, danke, das brauche ich nicht, dann muss ich für meine Sünde selber bezahlen. Es gibt nur diese beiden Alternativen. Entweder ich nehme das an und da ist jemand, der für meine Sünde eintritt, für meine Schuld bezahlt hat, oder ich nehme es nicht an, dann muss ich selber für meine Sünde gerade stehen und die Folge der Sünde ist immer der Tod. So sagt es die Bibel. Und wir werden heute Abend genauer darauf eingehen, wie man die Lösung Gottes für sich persönlich in Anspruch nimmt, wie man das macht, ganz konkrete Schritte. Und ich möchte Ihnen einfach empfehlen, verpassen Sie nicht, heute Abend mit dabei zu sein. Es kann Ihr Leben verändern, wenn Sie diese Schritte gehen, um Jesus persönlich in Ihr Leben einzuladen. Um zu verdeutlichen, was es mit seinem Tod auf sich hat, greift Jesus hier in dem, was wir gelesen haben, greift auf eine Begebenheit zurück aus der Zeit des Volkes Israels, aus dem Alten Testament. Er sagt hier in Vers 14, wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden. Und ich möchte das gerne mit Ihnen kurz anschauen, diese Geschichte kurz anschauen, um zu verstehen, was Jesus damit meint. Gehen wir ins Alte Testament, das vierte Buch Mose, im ersten Teil der Bibel, Seite 166. Vierte Mose 21. Und dort ab Vers 4. Ich möchte kurz erklären, den Zusammenhang erklären. Das Volk Israel war nach 400 Jahren der Zwangsarbeit in Ägypten geflohen. Sie waren unterwegs in der Wüste und Gott hatte mit vielen Zeichen, mit vielen Wundern eingegriffen. Er hatte sie befreit. Und nun waren sie unterwegs in der Wüste mit dem Ziel, in das Land Kanaan zu kommen. Gott selbst ging ihnen voraus. Er führte sie tagsüber in einer Wolkensäule, nachts in einer Feuersäule.
Das heißt, das Volk Israel hatte die Gegenwart Gottes immer ganz präsent vor Augen. Sie sahen, aha, Gott ist hier mitten unter uns. Er führt uns. Er führt uns den richtigen Weg. Allerdings hatte die Wüste auch einige Herausforderungen. Nämlich, tagsüber war es sehr heiß, nachts war es sehr kalt und jeden Tag gab es das gleiche Essen. Ich meine, für Menschen war das schon sehr, sehr schwierig. Stellen Sie sich vor, Ihr Lieblingsessen, weiß nicht, was das ist, für Jugendliche vielleicht, Hähnchen mit Pommes oder so, oder McFlurry oder sonst irgendwas. Stellen Sie sich vor, jeden Tag das gleiche Essen. Montag Hähnchen mit Pommes, Dienstag Pommes mit Hähnchen, Mittwoch Pommes mit Hähnchen, Donnerstag Hähnchen mit Pommes und so weiter. Würden Sie irgendwann sagen, es muss mal wieder was anderes auf dem Tisch? Wir werden auch in den Gesundheitstipps bestimmt darüber hören, wie wichtig eine ausgeglichene Ernährung ist. Und Sie haben jeden Tag das gleiche Essen. Ihr Vertrauen wurde auf die Probe gestellt mit anderen Dingen in der Wüste, wo Sie sagten, ja, ist Gott wirklich da? Und auf Ihrem Weg, so wird es hier berichtet in der Bibel, auf Ihrem Weg nach Kanaan mussten Sie jetzt das Hoheitsgebiet eines anderen Volkes durchqueren. Aber dieses andere Volk, das waren die Edomiter, die haben gesagt, durch unser Land geht ihr nicht. Die hatten Angst. Die hatten Angst vor diesem Volk, weil sie, das waren zwei Millionen Leute mit Tieren, mit viel Ziegen, Schafen, Kühen. Und die haben gesagt, wenn die durch unser Land ziehen, das ist schlimmer als ein Schwarm Heuschrecken, dann ist unser Land platt. Und sie haben gesagt, durch unser Land zieht er nicht. Wenn er hier durchkommt, dann gibt es Krieg. Und sie haben quasi ein Umleitungsschild aufgestellt, nach rechts in die Wüste, Umleitung 150 Kilometer. Und da riss der Geduldsfaden des Volkes Israels. Und wir lesen hier 4. Mose 21, Abvers 4. Da brachen sie auf von dem Berge Hor in Richtung auf das Schilfmeer, um das Land der Edomiter zu umgehen. Und das Volk wurde verdrossen auf dem Wege und redete wieder Gott und wieder Mose. Warum hast du uns aus Ägypten geführt, dass wir sterben in der Wüste? Denn es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise. Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, die bissen das Volk, dass viele aus Israel starben. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Und Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine eherne Schlange und richte sie an einer Stange hoch auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie hoch auf. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Erschreckend, oder? Es war nicht das erste Mal, dass das Volk sich gegen Gott aufgelehnt hatte. Und in diesem Moment waren sie kurz davor, sich ganz von ihm loszusagen. Und da greift Gott ein und erteilt ihnen eine schmerzliche Lektion. Nämlich, wer das Vertrauen auf sich selbst setzt, wer sich von Gott lossagt, ohne Gott lebt, dessen Leben endet unweigerlich im Nichts. Gott macht es auf ganz drastische Weise deutlich, welche Folgen die Sünde hat. Sünde ist wie ein tödliches Gift, wie das Gift dieser Schlangen. Wenn du gebissen wirst, dann breitet sich das Gift in deinem Körper aus und du gehst daran zugrunde, wenn du kein Antiserum hast. Viele Menschen, auch Gläubige, meinen, ach, das mit dem lieben Gott, das mit der Sünde, das sieht der liebe Gott schon nicht so verbissen. Das ist so halb so schlimm. Kann denn Liebe Sünde sein? Liebe, Sünde, Leidenschaft, das ist meine Welt. Das mit dem Himmel kriegen wir schon irgendwie hin.
Aber den Israeliten, die von den Schlangen gebissen waren, war dieses Geschwätz vom lieben Gott, dessen Worte man nicht ernst zu nehmen braucht, gründlich vergangen. Sie vergehen vor Todesangst, weil sie merken, unsere Sünde bringt uns den Tod. Überall im Lager sind Schlangen, Gebissene, Sterbende. Und in ihrer Angst rennen sie zu Mose und schreien: Wir haben gesündigt, dass wir gegen dich und gegen den Herrn geredet haben. Das hier ist nicht der liebe Gott, der auch mal ein Auge zudrückt, sondern der Gott der Bibel, der gerecht ist, der in seiner Heiligkeit gleichzeitig gerecht und liebevoll ist. Und vielleicht mögen Sie jetzt sagen: Ja, wir sind daran liebevoll. Was ist denn daran liebevoll, dass Gott Schlangen schickt, um sein Volk zur Vernunft zu bringen? Stellen Sie sich vor, Sie sind mit Ihrer Familie unterwegs in den Bergen. Nach einem langen Aufstieg genießen Sie das Picknick und die herrliche Aussicht. So aus dem Augenwinkel sehen Sie, wie sich Ihr kleiner 5-jähriger Junge aufmacht, um die Gegend ein wenig zu erkunden. Und er setzt sich genau in Richtung Abgrund in Bewegung. Dort, wo Sie wissen, da hinten gibt es eine Schlucht, wo es 100 Meter steil abwärts geht. Eine Klippe. Sie rufen: Hey, geh da nicht weiter, komm zurück, das ist sehr gefährlich. Aber er scheint sie nicht zu hören. Sie rufen lauter: Komm zurück, da nicht weitergehen, da ist es gefährlich, du bist auf dem Weg zur Schlucht. Aber statt auf sie zu hören, geht er ein bisschen schneller in die gleiche Richtung. Was würden Sie tun? Würden Sie sich zufrieden geben und sagen: Okay, dann halt nicht. Ist seine Entscheidung. Wenn er da runterfällt, ja, ich habe ja noch 2 andere Kinder. Wahrscheinlich würden Sie nicht so reagieren, wenn Sie Ihr Kind wirklich lieb haben, wenn Sie wirklich das Beste für Ihr Kind wollen. Wenn Sie Ihr Kind wirklich lieben, würden Sie ihm hinterherrennen und alles versuchen, um es von dieser Gefahr wegzubringen, um es aufzuhalten. Selbst wenn das unter Umständen bedeuten würde, es im letzten Augenblick von den Füßen zu holen und Sie das Risiko eingehen würden, es zu verletzen. Und genauso ist es auch in dieser Geschichte. Gott will ja nicht den Tod der Menschen. Er hat keine Freude daran, wenn die Menschen einfach so zugrunde gehen und einfach so wegsterben. Gott will, dass die Menschen umkehren, dass ihr Leben wirklich gelingt, dass sie ihr Leben überdenken und dass sie sich bewusst machen, in welche Richtung bin ich denn eigentlich unterwegs, in welche Richtung lebe ich. Bin ich auf dem Weg zur Schlucht, zum Abgrund? Gott lässt die Menschen in ihrer Schuld nicht einfach zugrunde gehen, sondern er zeigt einen Ausweg. Er hilft. Er bietet ein Antiserum gegen das Gift der Sünde an. Und darauf bezieht sich Jesus, wenn er das hier sagt, wie wir das gelesen haben, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Und er sagt damit nichts anderes als: Ich bin das Antiserum gegen die todbringende Sünde. Er sagt: Ich habe dein Gerichtsurteil, dein Todesurteil auf mich genommen, damit du leben kannst, damit du in diesem Gericht freigesprochen wirst. Er zeigt uns seine Hände und sagt: Seht, sie sind durchbohrt von schweren Nägeln. Alles Böse, was Menschenhände je getan haben, wonach sie gierig griffen, all das, was sie einem anderen angetan haben, selbst wenn sie ihn vielleicht erwürgten, all das Böse habe ich erlitten. Die Strafe liegt auf mir. Und er zeigt uns seine durchbohrten Füße und sagt: alle bösen Wege, die Menschenfüße je gegangen sind, ich habe dafür bezahlt. Er zeigt auch auf seine Stirn, auf der die Dornenkrone ihre Spuren hinterlassen hat, und sagt: Alles, was an bösen, sadistischen, dämonischen, teuflischen Gedanken dem Gehirn des Menschen entsprungen ist, ich habe es getragen. Und er deutet auf seinen Mund
die Lippen, die von einem Fausthieb geborsten sind, und sagt: Alles, was menschliche Mäuler gelogen haben, gelästert, geflucht, alles, was menschliche Münder an dummem Gerede aus sich herausgelassen haben, alle Verleumdung, ich habe sie getragen. Und dann zeigt er auf sein gebrochenes Herz und sagt: Mein ganzes Leben für dich. Noch einmal die Worte von Jesus aus dem Johannesevangelium. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt. Das ist ganz einfach. Das Evangelium ist ganz einfach. Wer an ihn glaubt, wird freigesprochen. Wer nicht an ihn glaubt, dessen Verurteilung steht schon fest, weil ihn die Realität seiner Sünde spätestens im Gericht wieder einholen wird. Das heißt, die Verkündigung des Evangeliums, dieser frohmachenden Botschaft, hat auch etwas mit dem Gericht zu tun. In dieser Verkündigung der frohen Botschaft kommt auch das Gericht drin vor. Es ist die Botschaft, das Gnadenangebot Gottes, nicht leichtfertig abzutun, nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, weil es ohne ihn kein Leben geben kann. Es ist die Botschaft, dass es für jeden Menschen Freispruch und Rettung gibt, weil Gott sich selbst treu geblieben ist in seiner Gerechtigkeit und Liebe. In der Apostelgeschichte lesen wir: Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er den Erdkreis richten will mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Gott bietet auch heute noch jedem Menschen den Glauben an. Wir haben gestern gesehen, dass Jesus mehr war als nur ein guter Mensch, dass er der verheißene Retter war. Alle Prophezeiungen, die Jahrhunderte vorher im Blick auf den Messias gegeben wurden, auf den kommenden Erlöser, haben sich in seinem Leben erfüllt, sind in seinem Leben zusammengelaufen, in seinem Tod und auch in seiner Auferstehung. Und seine Nachfolger hat er beauftragt, das den Menschen weiterzusagen. Petrus berichtet davon und er sagt: Und er, das heißt Jesus, befahl uns, überall zu predigen und zu bezeugen, dass Jesus von Gott zum Richter über alle Menschen, Lebende und Tote, bestimmt ist. Er ist es, den die Propheten vorausgesagt haben und von dem sie sagten, dass allen, die an ihn glauben, durch seinen Namen die Sünden vergeben werden. Also er ist der Richter über alle Menschen, über die Lebenden und die Toten, und gleichzeitig aber auch der Auftrag: Es gibt Erlösung, es gibt Rettung. In Jesus Christus gibt es Befreiung von Schuld. Von Schuld befreit zu sein, Vergebung bei Gott zu finden, das kann jeder, egal wie groß die Schuld auch ist. Wer seine Sünde bekennt und Gott um Vergebung bittet, der erlebt Freiheit von Schuld. Ich kann mich noch gut erinnern an einen jungen Familienvater, als wir noch in Nordrhein-Westfalen gearbeitet haben als Pastoren. Mit diesem jungen Familienvater habe ich die Bibel studiert, und er erzählte mir nach einer Zeit, er sagt: Thomas, ich habe ein Problem. Ich habe immer wieder den gleichen Traum. Und es ist ein fürchterlicher Albtraum. Und ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Und er erzählte von diesem Traum, und er sagte, er träumt nachts immer wieder. Er ist mit einem Schwert bewaffnet und er muss in eine Arena gehen und er muss dort kämpfen, und es fließt viel Blut und er ist blutüberströmt, und dann wacht er schweißgebadet auf. Immer wieder der gleiche Traum. Und dann erzählte er, wie er unter Schuldgefühlen litt, weil er war schon mal verheiratet, damals in Russland. Schon mal verheiratet, sehr jung geheiratet. Und seine erste Frau wurde für seinen Geschmack viel zu schnell schwanger. Und
Er sagte, ich will das Kind nicht, lass es abtreiben. Und diese Frau hat das Kind abtreiben lassen. Die Ehe ging auseinander. Dann kam er nach Deutschland, hat wieder geheiratet, eine neue Familie gegründet, aber die Schuldgefühle, das Gewissen hat ihn weiter belastet. Er war schuld an dem Tod dieses ungeborenen Lebens. Und er wusste nicht, wie er damit umgehen sollte. Und wir durften die Vergebung Gottes für ihn in Anspruch nehmen. So wie Gott es verheißt, wenn jemand die Schuld bekennt, dann bin ich treu und gerecht, ich vergebe dir deine Schuld. Du musst sie einsehen, du musst sie mir bekennen und dann vergebe ich sie und befreie dich von dieser Schuld. Und wir durften gemeinsam diese Verheißung Gottes für ihn in Anspruch nehmen und die Träume hörten auf. Er hat Befreiung erlebt, er hat konkret erlebt, was es heißt, befreit von Schuld zu sein, dass die Vergangenheit bereinigt ist, dass Gott vergibt. Gott will retten und er bietet jedem Menschen ewiges Leben an. Gleichzeitig macht er aber auch deutlich, dass er Gericht halten wird. Dass dieses ewige Evangelium sowohl die Rettung der Menschen, aber auch gleichzeitig das Gericht beinhaltet. Und diese Botschaft des ewigen Evangeliums wird auch kurz vor dem Kommen von Jesus um die ganze Welt gehen. So heißt es in der Offenbarung. Offenbarung 14. Jetzt sah ich einen Engel hoch am Himmel fliegen. Er hatte die Aufgabe, allen Menschen auf der Erde, allen Stämmen und Völkern, den Menschen aller Sprachen und Nationen eine ewig gültige, rettende Botschaft zu verkünden. Laut rief er, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn jetzt wird er Gericht halten. Betet den an, der alles geschaffen hat, den Himmel und die Erde, das Meer und die Wasserquellen. Das ist die Botschaft, die verkündigt wird, die wir auch in dieser Vortragsreihe verkündigen. Zu sagen, nehmt Gott wieder ernst. Es wird Gericht geben, aber du kannst auch freigesprochen werden in diesem Gericht. Du musst nicht voller Angst in dieses Gericht hineingehen und denken, wie soll das werden? Wie kann ich jemals mit meiner Schuld in diesem Gericht bestehen können? Jeder kann dort bestehen, wer mit Jesus lebt. Wer die Lösung für die Schuld, die er anbietet, für sich annimmt. Die Botschaft der Bibel ist eine befreiende Botschaft. Eine Botschaft, die von Schuld befreit, die ganz neue Perspektiven für mein Leben öffnet. Und wenn ich Gott kennenlerne, wie er wirklich ist, wie er sich in seinem Wort vorstellt, dann werde ich Hoffnung finden. Weil ich weiß, meine Schuld ist bezahlt. Ich darf in diesem hellen Licht eines Gottes leben, der alles für mich getan hat, der mich einlädt, der mit mir die Ewigkeit verbringen möchte. Heute Morgen lädt er jeden von uns ein, ihn nicht länger als den lieben Gott auf das Abstellgleis des Lebens zu stellen. Heute lädt er jeden ein, zu verstehen, dass seine Botschaft an dich von tiefem Ernst, aber auch von tiefer Liebe geprägt ist. Und er wünscht sich nichts sehnlicher, als dass du auf seine Liebe antwortest. Willst du heute Morgen nicht sagen, ja, Herr, ich will auf deine Liebe antworten. Ich will dir mein Leben weihen. Willst du heute Morgen nicht sagen, Herr Jesus, vielleicht bin ich von dir weggelaufen. Vielleicht habe ich mich von dir entfernt, Stück für Stück. Und jetzt möchte ich diesen Augenblick ergreifen und sagen, ich will zurückkommen zu dir. Vielleicht warst du noch nie in dieser Situation, dass du sagst, ja, ich möchte eine Entscheidung treffen. Gott legt mir das vor. Dann ist auch jetzt die Möglichkeit, eine Entscheidung zu treffen. Zu sagen, Herr, heute, ich möchte es nicht länger vor mir herschieben. Ich möchte heute in diesem Augenblick eine Entscheidung treffen für dich, für das Angebot, das du mir gibst. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte mein Leben dir weihen. Ich möchte mein Leben neu dir weihen.
Ist heute Morgen jemand hier, der sagt, ich will Vergebung finden? Ich will ein neues Leben von Gott? Gibt es jemanden, der sagt, ja, ich will Jesus Christus in mein Leben einladen? Dann dürfen Sie jetzt die Hand heben, sagen, damit bekunden, ja, Jesus soll der Herr in meinem Leben sein. Danke. Amen. Ich möchte gerne mit Ihnen ein Gebet sprechen. Stehen dazu auf. Herr, unser Gott, wir danken dir, dass du uns liebst, dass du alles getan hast, damit wir gerettet werden können. Herr, wir merken, dass wir dir nicht egal sind, sonst hättest du das alles nicht getan. Wir danken dir für diese große Liebe. Wir danken dir aber auch für deine Gerechtigkeit, dass du Gericht halten wirst. Und dass wir nicht voller Angst und Furcht in dieses Gericht gehen müssen, sondern wir dürfen wissen, dass du, Herr Jesus, für unsere Schuld bezahlt hast. Herr, du kennst jeden von uns hier. Wir bitten dich für jeden. Lass uns offen sein für deine Liebe. Hilf uns, unser ganzes Leben ganz dir zu geben. Du kennst unsere Vergangenheit, die Schuld, die uns immer wieder einholen möchte. Hilf jedem von uns, die Vergebung bei dir zu finden und echte Freiheit von Schuld. Hab Dank dafür. Amen.